Hallihallo und einen wunderschönen Spätnachmittag aus dem wunderschönen Alanya. Die Sonne geht gleich unter. Wir haben so kurz nach 17 Uhr. Wir waren gerade noch hier ein Eis essen im Menderes Boulevard in dieser Straße mit der Uhr. Langsam kann ich den haben. Und jetzt sind wir hier in so einem schönen Spielplatz hier unten in der Nähe vom Strand. Da gibt es verschiedene Spielplätze. Meine Tochter spielt hier gerade und mein großer Sohn ist auch dabei. Und ich wollte mal loswerden. Ich werde alt. Ich bin alt, ich fühle mich alt und ich werde alt. Ja? Zwei Sachen, die mir jetzt passiert sind. Das eine ist, ich habe gestern Abend einige Stunden damit verbracht, alte Daten mal auf eine neue Festplatte zu spielen, weil ich ja schon seit 2002 selbstständig bin und seitdem habe ich auch digitale Daten in größeren Mengen. Ja? Und habe die jetzt immer mit von jeder Generation Computer zur nächsten, von Festplatte zu Festplatte. Und jetzt gestern war wieder mal so ein Punkt, ich hatte mir eine neue Festplatte bestellt, dachte so, jetzt machst du mal wieder ein Backup. Mein Computer war auch relativ voll von Drohnenaufnahmen und Videoaufnahmen und anderen Sachen. Und dachte so, jetzt machst du mal quasi eine Sicherung und sicherst alles nochmal auf einer Platte und bin an alte Platten gegangen. Und da habe ich auch alte Fotos gefunden von uns mit der alten Kamera. Die habe ich alle in so einem Archiv, da habe ich dann geschäftliche und private drin. Und da habe ich dann gesehen, wie alt ich doch geworden bin in den letzten 20 Jahren. Habe meine Kinder gesehen, mein Großer ist jetzt fast 17, als sie dann ein, zwei Jahre waren. Und bevor wir Kinder bekommen haben, waren wir im Urlaub. Und ach, da war ich noch so jung. Und die Alexandra war noch so jung. Und die Welt war noch so unkompliziert. Und mit Kindern ist dann alles dann doch deutlich anstrengender und komplizierter, aber auch so schön. Das ist auch der Sinn des Lebens für mich, aber trotzdem, ja. Und da habe ich gedacht, oh Gott, du bist schon ganz schön alt, ne? Bin jetzt dieses Jahr 49 Jahre alt geworden und die 50 nähert sich in schnellen Schritten noch ein Jahr. Dann bin ich 50, ja. Und da habe ich vorhin ein Video gesehen über die 10 besten Länder steuerlich zum Auswandern. Und da war auch Südafrika dabei. Und Südafrika hat ein ganz tolles Programm für Senioren. Die bieten da ein Visum an, dass man halt ganz easy da im Land bleiben kann für Senioren. Und es geht los ab 50. Also ich bin ab nächstes Jahr bin in Südafrika ein Senior. Ne? Und könnte dann da halt einfacher einreisen und bleiben und sowas. Ja. Ne? Also mit 50 sind, wie mein Vater hatte früher immer gesagt, sind die besten Kirschen schon gegessen. Ne? Apropos mein Vater, ich hatte in den alten Fotos auch dann halt Familienfotos halt auch gefunden von irgendwelchen Feiern, von Ostern oder von Weihnachten und sowas. Und bei mir sind ja dieses Jahr zwei Familienmitglieder gestorben, mein Vater und mein Bruder. Und ich hatte mit denen auch gebrochen vor ein paar Jahren, hatte mit denen keinen Kontakt mehr, weil die Beziehung zu denen halt immer schlimmer wurde. Das fing an, als meine Mutter gestorben ist, als ich 10 war. Das ist jetzt schon 39 Jahre her im Endeffekt. Und es wurde halt immer komischer, immer schlimmer. Und die letzten Jahre halt immer schlimmer, schlimmer, schlimmer. Und bevor wir weggegangen waren, das war uns davor, habe ich dann den Kontakt abgebrochen. Oder wir zusammen. Ja, wir haben uns dann beide nicht mehr gemeldet. Und keiner hat sich mehr beim anderen gemeldet. Und war auch dann besser so. Und hatten da auch deutlich andere Auffassungen vom Leben und von wie man miteinander umgeht, ja. Klar, wenn Leute älter werden, werden sie halt auch merkwürdig und so. Und dann habe ich aber diese alten Fotos jetzt gesehen und habe dann gemerkt, so, oh, das ist schon echt traurig, ja, dass das dann so enden musste. Und auch gerade mit meinem Bruder, der ist ja dann mit paar 40 gestorben, ich glaube mit 44 oder was wird es gewesen sein. Mit 45. Mit 45 ist er gestorben, kurz nach seinem 45. Geburtstag, ja. Wegen Drogen wahrscheinlich, ja, weiß man nicht genau. Wird eine Überdosis gewesen sein oder eine freiwillige Entscheidung aus diesem Leben zu treten. Das konnte mir aber auch keiner erzählen. Ne? Und so kam das jetzt alles so ein bisschen hoch wieder. So, ich bin alt, ich bin hier in einem ganz anderen Umfeld wie früher. Ich habe viel Verantwortung und meine alte Familie ist halt tot. Und ich bin im Endeffekt von meinem Familienzweig ganz alleine. Da ist jetzt auch keiner mehr übrig geblieben. Und außer mir und natürlich jetzt meinen neuen Kindern. Aber schon irgendwie alles ein bisschen traurig. Ja? Und ich habe gerade so ein bisschen den Blues. Ja?
Das hat dann auch alles nichts hier damit zu tun, dass wir in der Türkei leben und so. Ist ja total geil hier. Also ist einfach nur schön, den Kindern geht's hier gut, ja. Mir geht's hier auch gut, aber ich merke so, das ist jetzt so, das knabbert alles noch an mir. Das brauchte jetzt auch mehrere Monate, um so durchzuwabern. Ne? Das gibt ja verschiedene Formen der Trauer. Gibt ja so Stufen, irgendwie Verleugnung, Wut, Trauer, Schmerz, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus. Aber ich bin jetzt so, wahrscheinlich jetzt so, kommt bei mir jetzt eher so die, doch die Trauer so hoch. Ne? Wo ich mir denke, so zwischendrin war ich auch wütend, ja, weil mein Vater halt sich nicht darum gekümmert hatte, dass das mit dem Erbe dann so geregelt war, wie es ihm wahrscheinlich am liebsten gewesen wäre, nämlich dass mein Bruder einfach alles geerbt hätte. Wir hatten ja keinen Kontakt mehr. Und dann hätte mein Bruder vielleicht auch genug Geld gehabt, um nicht diesen Quatsch zu machen. Wäre vielleicht noch am Leben, aber ja, keine Ahnung, hat damit wahrscheinlich gar nichts zu tun. Aber ich war dann trotzdem wütend. Ich dachte, warum hast du denn nicht denjenigen, mit dem du noch Kontakt hattest, mit dem du auch zusammengelegen hast, nicht als Alleinerben eingesetzt, hast mich dann enterbt? Ich hätte mich ja niemals irgendwie gesagt, ich will irgendwas haben. Mir war das ja völlig Wurst. Aber jetzt hing das ja dann an mir dran und ich musste ja sogar von meinem Bruder das Erbe ausschlagen, weil ich ja der einzige noch lebende Verwandte war. Der hat ja noch einen Sohn gehabt oder hat noch einen Sohn, aber der hat ja auch ausgeschlagen, dann fiel es auf mich und so. Das war schon ein ganz schön anstrengendes Jahr, ne? Und wir haben jetzt Anfang November und war schon sehr emotional. Das knabbert jetzt alles so noch ein bisschen an mir, weil man ist dann halt im Tun. Versucht Sachen zu erledigen, versucht Sachen in Ordnung zu bringen. Ich bin ja so ein Organisierer, ich bin ja auch so ein Macher. Und jetzt ist es aber so, dass es so ein bisschen, ja, es wird halt ruhiger, ne? Und sobald man in die Ruhe kommt, ist es natürlich so, dass man anfängt, auch dann Gefühle zuzulassen, dass man zur Ruhe kommt halt, ne? Cortisol geht runter, das Hormon, und man wird so ein bisschen, ja, merkt man so, das war schon ganz schön traurig dieses Jahr, ne? Muss man mal wirklich sagen, ja. Aber ich finde es hier toll, ich bin auch froh, dass ich so gute Freunde habe in Deutschland, mit denen ich ja nach wie vor viel Kontakt habe über die sozialen Medien und WhatsApp und Telegram und solche Sachen. Und man hat heute ja ganz viele Möglichkeiten, einen super guten Kontakt zu haben. Wir bekommen ja auch ständig Besuch und können uns mit Leuten treffen und so. Also wir haben manche Leute öfter gesehen, seitdem wir weg sind, als vorher, ja. Weil das dann halt so, ja, wir besuchen euch, ja, wenn ich drüben bin, dann besuche ich euch mal und so. Und dann ist das halt sehr, sehr intensiv auch. Man freut sich dann richtig. Und es ist nicht so ein Ding wie, jetzt ist Weihnachten, jetzt müssen wir uns alle sehen. Jetzt ist Ostern, wir müssen uns alle sehen. Oder jemand hat Geburtstag, sondern es ist halt dann wirklich, wenn man will, ja. Man steigt halt nur in ein Flugzeug, wenn man das mal wirklich möchte, ja. Und ja, aber ja, ich fühle mich gerade so ein bisschen alt. Und so ein bisschen so, ja, weiß ich nicht, gerade mit den alten Fotos auch, weil man so sieht, wie alt man geworden ist, ja. Ich weiß noch, auf der Schule hatte ich gedacht, der eine Lehrer, den ich da hatte mit 18, 17, 18, 19, der wäre total alt. Mir zum Nachhinein hat sich rausgestellt, der war damals 30, ja. Der kam da gerade von der Uni und ich habe den als total alt empfunden, habe ich gefragt. Bei dem letzten Abi-Treffen, das war jetzt irgendwie, ich glaube, wir haben jetzt 30-Jähriges, hätten wir jetzt dieses Jahr. Genau, wir hatten jetzt dieses Jahr, nächstes Jahr 30-Jähriges Abi-Treffen, genau. Und beim 20-Jährigen habe ich schon gesagt, wie, der ist noch an der Schule? Der war doch damals schon so alt. Nee, der ist doch jetzt erst 50, so. Wie, 50? Ja, der war damals 30, das kann doch gar nicht sein, ne? Also wenn du jung bist, dann sind alle alt. Und wenn du alt bist oder älter wirst, dann sind alle jung, ja. Aber ja, naja gut, so habe ich gerade so ein bisschen den Blues und geht bestimmt nächste Woche wieder besser. Aber irgendwie ist gerade so bei mir so ein bisschen emotional der Wurm drin. Das muss erst nochmal wabern. Ne? Ich habe ja auch in Deutschland so eine Behandlung gemacht, so eine Art Bioresonanzbehandlung, die sehr, sehr intensiv war. Und da hatte ich jetzt auch ganz starke Entgiftungserscheinungen. Hab ganz intensiv gerochen, mein Schweiß hat so richtig nach Medikamenten gerochen, hat Alexander gesagt. Verdauung war komisch, da kam ganz viel raus und so. Und wahrscheinlich ist das jetzt auch ein Teil von dieser Behandlung, dass es so auf psychischer Ebene auch nochmal nachwirkt. Ne? Deswegen, ja, muss man halt durch, ist halt so. Ne? Alles ein Teil des Gesundungsprozesses. Ja? Und ich bin halt super dankbar und da danke ich auch Gott dafür und dem Universum, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin.
dass ich eine tolle Frau habe, dass ich drei gesunde Kinder habe, denen es gut geht und dass wir hier sein dürfen in diesem wunderschönen Land. Und ja, da bin ich sehr, sehr dankbar.